Servus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Dreisternhof am wunderschönen Guten Tag, Mensch. In der letzten Folge haben wir ja das Volk Nummer 13 gedroschen. Ich habe inzwischen schon den Brecher auf 7er Volk geschickt und jetzt lade ich noch den Rest vom 13er Volk des Stroh ab und dann werden wir wieder aufs 7er die Stroh aufsammeln. So, ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen. So, dann geht's da hin. Und dann warten wir da einmal. Dabei gehe ich noch den MP-Truck holen. Mit dem Hafer hinten drin. Das gehen wir noch ins Lager bringen und dann stellen wir das Fahrzeug auch gleich wieder zum nächsten Feld. Weil da wird glaube ich ein bisschen mehr rüberkommen als wie von dem Feld. Und dann können wir eigentlich schon mit einem anderen MP-Truck oder so mit der Feldbearbeitung beginnen. Und ja, schauen wir mal noch, was wir zu machen haben. Jetzt fahren wir erst einmal das ins Lager bringen und dann zum Feld. Oh, jetzt oben zum Lager. Abkippen. So, jetzt gehen wir schnell den da holen. Ich schau mal kurz auf die PDA, was wir zu machen haben. Das muss einmal gedüngt werden. Machen wir mal den Düngerstreuer. So. Na, da ist jetzt Kork drin. Da kommen wir nicht rum. Nochmal die Rundumleuchten einschalten. Ah, die stehen ja da hinten. Ah ja. Gehen wir gleich einmal. Dabei schaue ich einmal, den können wir jetzt schon zum Feld fahren und dann kümmern wir uns um die Feld oder halt um die Bodenbearbeitung. Ui, das war jetzt knapp. Lass mal den einmal da stehen, switch mal wieder da her. Füllen wir die schnell auf da. Und falls ihr noch Mods habt, die zu dem Projekt passen, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Wird mir nämlich riesig freuen, weil die Mods bringen immer Abwechslung. Ja, und dann schaue ich gleich einmal weiter. Den Rest nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir 3000, 4000 Liter Kalk mit und dann geht's los einmal aufs Feld. Innenansicht und dann geht's los. Oh, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Ah, der schöne MP-Truck Sound, den feiere ich so. So, jetzt können wir einmal X ausklappen. Und dann können wir einmal dingen.
Hängen wir mal schön das Feld. Und dann schauen wir einmal weiter, was wir noch zu machen haben. Weiter ins Feld einer. Und passt das auch von der Arbeitsbreite her. Und jo, jetzt müssen wir nochmal zurückfahren und dann ist das Feld eigentlich eh fertig gedüngt. Dann schauen wir mal zum Dreschaum, was man da noch zu machen haben. So, geht sich schön aus mit der Arbeitsplatte. X wieder zusammenklappen. Und dann geht's zum nächsten Feld. Dann müssen wir den noch tiefen lockern, damit wir drüber ansehen können. Und dann ist eigentlich wieder. Oh! Uiuiui, das wollte ich jetzt nicht. Dort mal ab. Oh, der muss entladen werden. Guck mal gerade richtig. Dann passt das von Timing her ganz gut. Oh, der ist schon fast fertig. Hui. Dann gehen wir in den da. Da mal abtanken. Dann geht's weiter. Warum bleibst du? Wo war denn das noch? So. Lad einmal ab. Können wir gleich mal weitermachen? Können wir den eigentlich schon einmal mit dem Strohsammler losschicken? Zum Aufsammeln. Und dann stellen wir da auf Felderweit einstellen. Passt. Den können wir weg tun. Dann können wir den wieder einstellen. So. Stellen wir den einmal so schön her. Zack. Dann können wir da stehen lassen. Dann wollen wir den einmal mit dem tiefen Lockerer aufs Feld 13. Und dann sind eigentlich alle Fahrzeuge im Einsatz
So. So. Die Wiesen müssen wir auch wieder einmal machen. Kollege, fahr mal davon. Der davon wird sich denken, was denn das für Spinner da hinten. Ah, komm ich, jawohl. Ui. Ah, jetzt sind wir falsch. Mann. Aber das geht ja da wieder rein. Das ist nicht das Problem. So. Da müssen wir einen Kurs machen. Kursgenerierung. Track 13. Aktuelle Fahrposition. Fahrgewinde. Vier Bahnen. Vier Meter. Zack. Und da wird er Spaß haben. Dann tun wir das einmal speichern. Was ist das? F13. F13. Tiefen lockern. Ja, 21 Minuten. Aber das geht sich aus, dabei müssen wir den schon wieder entladen. Das ist jetzt aber schnell gegangen. Zack. Ja, so geht's eigentlich dahin mit der Arbeit. Ja, und jetzt gehen wir das einmal auslernen. Da haben wir eigentlich schon ein bisschen viel was vom Stroh im Lager. Aber Stroh kann man nicht genug haben. Wenn wir dann, wenn wir dann die Tiere haben. So, dann sind wir mit dem auch schon wieder fertig. Ja, der macht das eigentlich ganz brav, bis auf das, was er noch stehen lässt. Ja. So, dann können wir den wieder aufs Feld einstellen. Da wird wahrscheinlich der Drescher auch gleich wieder zum Auslernen sein. Ja, wenn wir das auch gleich machen. So, wo war denn der jetzt? Ah, da ist er. So, dann können wir das wieder einstellen. Wie viel hat jetzt der Drescher? Ah, der hat ja 37%. Abbauen hat er schon. Jetzt geht eine nächste. Muss ich kurz da mal ist. Ui, da wird er viel haben. So. Ui, der wird. Ah, das geht sich aus. So. Und wie schaut's jetzt aus? Das ist voll gedüngt. Dann können wir das eigentlich als nächstes gleich ansehen. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Und falls ihr noch nicht abonniert habt und die Videos nicht verpassen wollt, sonst könnt ihr euch gerne abonnieren. Das wird mich riesig freuen und unterstützen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.